Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich dachte, der Müll wird diese Woche abgeholt. Ich bin zwar schon ungeschminkt, aber that's live. Ja, die Tüte ist gar nicht so voll, aber es sind ein paar Produkte drin, auf jeden Fall. Und sie sifft irgendwie rum und ich habe keine Ahnung warum. Ich zeige euch jetzt... ich wollte euch zeigen, was ich jetzt getan habe. Und zwar habe ich jetzt das hier da reingefüllt. Das ist von Cadera Vera, zwei Phasen Augen-Make-up-Entferner. Den fand ich richtig gut. Den habe ich mir schon zwei, dreimal gekauft. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich ihn verwendet habe. Den kann ich euch echt empfehlen. Der war auch diesen Monat immer in Tops, weil ich einfach das Pendant ausgetestet habe und dann wusste, dass das ein Flop ist. Wow, waterproof, also ich habe eine stinknormale Mascara. Dann, ja, wie gesagt, Lip und Eis, also vielleicht Lippen, ja, Augen weniger. Nachkaufen würde ich es mir auf gar keinen Fall. Aber das ist ja noch nicht ganz leer, das ist ja das, was da drin ist. Ich werde es trotzdem verwenden und ja, schauen, dass ich das, ja, ich habe das halt umgefüllt, weil das halt eben so einen Klickmechanismus hat und ich faule Sau. Ja, für mich ist das einfach praktischer, bevor ich das hier hochdrehe. Es fällt mir immer wieder ein Deckel runter. Dann aufgebraucht hatte ich zart pflegende Feuchttücher. Ich denke, dass ich mir welche vom DM hole, weil es 80 Tücher drin sind. Da sind, glaube ich, nur 56, falls ich mich nicht irren sollte. Steht gerade auch nicht drin, wie viele Tücher das sind. Mir gefällt einfach... Der Duft, das riecht nach fliegenden Baby. So, dann kommen wir zu einem Alio. Das ist, sei kein Spülverderber. Das ist so eine Limited Edition vom letzten Jahr gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war vom Aldi Süd. Ich kann euch es auf jeden Fall mal empfehlen, falls ihr so ein Geschirrreiniger Limited Edition habt. Irgendwann sieht es halt nicht mehr schön aus, weil man doch mit den nassen Händen immer mal wieder was braucht. Ich habe den Duft genossen, er roch richtig gut. Ich habe drei verschiedene, glaube ich, gehabt oder zwei verschiedene. Das war Mango Limette. Ich mache es dann gleich auf, wenn ich fertig bin. Dann eine goldene Lip Mask. Ja, da hatte ich euch bei Instagram ein Foto gemacht. Ehrlich gesagt, viel Verpackung, ja, Müll, viel Serum, aber irgendwie macht das für mich wenig Sinn. Das Erstaunliche war, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass... hat so geboostet, so Plumping-Effekt gehabt, wie wenn ich ein Lipgloss drauf mache und es pritzelt, ohne dass es pritzelt. Dass es irgendwie so wie geschwollen war. Wie betäubt leicht. Das habe ich mir natürlich auf die Stirn noch gegeben, um einfach den Effekt für meine ja, Stirn, meine runzelige Stirn zu haben. Und ja, war ganz nett. Würde ich mir nicht nachkaufen. Hatte ich eben ein Tauschpaket, habe mich sehr gefreut. Aber das reicht dann auch. Dann leer gegangen ist auch vom Balea ein milder Reinigungsschaum. Den mag ich super gerne, benutze ich immer mal wieder. Ich mag den grünen, den blauen auch. Den grünen, ich weiß gar nicht, ob es den grünen gibt. Oder ob es nur das klärende Waschgel gibt. Auf jeden Fall den, der ist ganz in Ordnung. Also den kann ich euch auf jeden Fall, ist immer die zweite Reinigung von mir. Dann habe ich Nivea Soft aufgebraucht. Da war ja nicht nur die Nivea Soft drinne, sondern es war so ein kleiner Tiegel, waren 50 Milliliter. Da war so eine Creme drinne, die sehr, sehr reichhaltig ist. Also wenn man so Probleme hat mit Schuppen an den Oberarmen, in meiner Schwangerschaften hatte ich immer das Problem, dass es aussah wie ein Pilz, war aber so eine Art Vorstufe von Neurodermitis. Es hat mir einfach die ganze Feuchtigkeit aus der Haut gezogen. Und da habe ich diese Creme da reingefüllt, fast nicht mehr viel war. Es war so ein Tiegel... Also bei Interesse poste ich auch mal ein Bild davon, welches ich meine. Und die war ganz gut. Ich brauche es nicht. Das riecht ein bisschen, finde ich, nach Oma. Die Nivea Soft riecht sehr angenehm, aber doch irgendwie erinnert mich das an eine Oma. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den Tiegel werde ich jetzt erstmal aufheben für irgendwelche anderen Cremes, aber so an sich brauche ich das nicht. Dann habe ich einen Waschspüler leer gemacht, den ich sehr, sehr, sehr mochte. Und zwar von Softlan. Ich mag sowieso die Softlans sehr, sehr gerne. Ich merke, dass ich gerade müde werde. Paradies Collection. Ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich liebe das, vor allen Dingen, wenn man das direkt draußen im Garten oder sowas aufhängt oder auf dem Balkon. Liebe ich das, kann ich euch absolut ins Herz legen. Ich habe gesehen, es gibt zwei neue Sorten. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das war jetzt tropischer Garten. So mini. Und dann habe ich noch Kosmetiktücher. Die von Penny kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Sind relativ reißfest und
Man kann sie gut benutzen. Ja, mag ich sehr gerne. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht. Juhu! Von Aveo. Und zwar ist das Mint und Melon Duschgel. Ich weiß es nicht. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Babykotze. Keine Ahnung, mag ich nicht. Habe ich irgendwie 3 Pullen gekauft? Weiß ich nicht. Wassermelone und dann Synapsen sind ausgegangen. Das war ja in meinem Projekt drin, genauso wie das Ghoul. Und die Pflegespülung oder die Anti-Gelbstich-Haarkur ist nicht richtig so eine... Sie ist zwar blau, aber die Pigmente reichen einfach nicht, um ins Haar zu dringen. Das ist zu mild, aber an sich eine gute Pflege, ohne zu beschweren. Dann kann ich euch Waschgel sensitiv natürlich ans Herz legen. Ist mein absoluter Favorit, liebe ich über alles. Ich liebe die Wirkung, ich liebe das Ding hoch. Meine Freundin benutzt das immer für sich. Ich habe das damals für mich mitbenutzt und dann für meine Tochter, also für meine Tochter, dann für mich, dann für den Sohn. Und ja, ist so ein langes Teil, was bei uns in der Sammlung ist. Dann habe ich ja einige Masken gemacht und Pröbchen aufgebraucht. Zum einen habe ich hier von Action eine Augen-Pet-Maske. Es ist eine ganz einfache, so ganz, ganz kleine Fließstücke. Im Endeffekt hätte man auch so ein Einmalwaschlappen nehmen können und das dann drauflegen mit ein bisschen Pflegecreme. Das werde ich auch wahrscheinlich machen. Es ist zwar eine coole Spielerei, kostet wahrscheinlich auch nicht ganz so viel wie jetzt von Garnier oder irgendwas. Aber nachkaufen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist oder irgendwie so sinnfrei. Wisst ihr, was ich meine? Lass das mal liegen, das müssen wir wieder aufhängen. Dann sehr, sehr angenehm fand ich das hier. Die Morgendusche von CD kann ich euch absolut ans Herz legen. Dann habe ich gestern Hydro Bomb Augentuchmaske. Ist für mich auch nicht so richtig. Es kommt gar nicht an meine Augen hier innen drin. Da finde ich die Pads doch so besser. Das ist ja so eine Einmal-Anwendung für 2 Euro ist halt schon. Ich sah aus wie eine Superheldin, habe mich auch stark gefühlt und bin super cooling, mit Cooling-Effekt ins Bett gegangen. Dann habe ich von S. Oliver heute drauf, das hier, mein Freund wird es eh nicht benutzen, deswegen, es riecht schön männlich, schön nach Aftershave, also ein bisschen zu männlich. Wisst ihr, was ich meine, diesen typischen Aftershave-Duft? Dann habe ich eine Parfümprobe von Moin Paris, Yves Saint Laurent benutzt, fand ich jetzt nicht so Bombe. Dann habe ich Du bist bezaubernd, eine Tuchmaske, fand ich sehr angenehm. Ich fand mich bezaubernd und ja, konnte beruhigt ins Bett gehen. Chocolate Passion, ich weiß schon, warum ich dieses Duschgel nicht gekauft habe. Das ist jetzt mein zweites Sachet. Es riecht mir einfach zu schokoladig. Vanille könnte ich noch ab, aber Schokolade, ich weiß nicht, ob ich in Soßen, Karamell, es ist mir einfach zu essenstechnisch. So, das Essen für meinen Schatz ist fertig. Dann haben wir hier eine Spülbürste, die sortiere ich aus, weil er trinkt jetzt schon seit einem halben Jahr wahrscheinlich keine Milch mehr. Er wollte immer mal wieder eine, aber ich habe keine mehr gekauft und damit hat sich das Thema erledigt. Darf die Bürste auch verschwinden? Ich kann euch die empfehlen. Auch? Das ist eine Spülbürste, Schatz. Von Toys R Us waren die. Die von fand ich echt gut, also fand ich gar nicht so schlecht und die mochte ich echt gerne. Und die haben auch länger überlebt als die vom DM. Nein, das ist von dir noch. Oh. Dann. Ja, dann habe ich die Summer Food Maske drauf gemacht. Das ist richtig, richtig geil und auch eklig. Muss ich sagen, ich habe es jetzt genossen. Ich hatte 2 Wochen lang, also eine Woche lang meine Ruhe. Ich habe es drauf gemacht, es ist nichts passiert. Und dann fing es an. Es wurde richtig eklig. Also Hautschuppen, also so wie die Bilder sind, so ist es auch tatsächlich. Das ist jetzt kein Fake. Ich dachte, das könnte niemals passieren, aber das war echt eklig. Ihr habt diese Socken an und da ist irgendwas. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, ob da Verätzungsmittel drin ist oder keine Ahnung. Das passt auf jeden Fall ein Superfood, denn es ist fast so groß wie mein Arm. Also es war ein bisschen schwierig, damit rumzulaufen. Aber gut, was will man 2 Stunden auch rumsitzen? Ich habe es drauf gemacht, 2 Stunden einwirken lassen und nach 7 Tagen haben sich endlich mal meine Füße geschält. Das war der Sonntag, der erste Sonntag, der dann kam und
Ich sag euch, eine Woche lang habe ich Socken 24/7 getragen, was echt unangenehm war, wenn ich da saß und mein Freund, ich bin seit 10 Jahren mit meinem Freund, und wenn dann die Hautfetzen da abeinander fliegen, es ist echt eklig. Also ich wollte nicht unbedingt in den Hautfetzen schlafen. Ich habe mit Socken geschlafen. Ich blende euch vielleicht ein paar Bilder ein, um euch das zu zeigen. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich würde es wahrscheinlich wieder machen, ja. Aber vor dem Sommer. Dann habe ich noch eben, wie gesagt, das Pröbchen von Yves Saint Laurent leer gemacht. Dann habe ich von Rituals etwas, was ich in meine Duftöllampe reingemacht habe. Finde ich ganz in Ordnung. Riecht, ohne dass ich das benutzt habe, schon stark aus dem Duftkämmerchen. Dann habe ich noch ein Fußpeeling leer gemacht. Und zwar von Balea. Ich brauche das eigentlich nicht. Das ist mit Reinigung und Glättung. Das ist dieses mit natürlichen Bimssteingranulat. Ganz ehrlich, bringt überhaupt nichts. Also in der Phase, wo ich wirklich sehr, sehr komische Füße hatte, war das wirklich sehr hilfreich, das Ganze aufzuschreiben. Aber nach dem Duschen wurde es immer schlimmer. Dann habe ich noch eine Today-Tonerne-Maske gemacht. Ja, war ganz in Ordnung. Würde ich jetzt aber nicht bevorzugen. Die wird nämlich, die trocknet schon, aber ich finde nicht, dass sie was macht. Und meinen liebsten Sonnenschutz. Ich werde das noch aufschneiden und morgen nochmal benutzen. Ansonsten kann ich den euch absolut ins Herz legen. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Aufgebraucht. Bis Danny.